Als Patricia Owens im Spielfilm von 1958 ihren verwandelten Ehemann erblickt, da schreit sie so ohrenbetäubend und grell, dass sie damit in die Reihe der klassischen Scream Queens von Hollywood aufgenommen wird. Das Publikum reagiert mit Entsetzen. Es handelt sich um die erste Verfilmung der Geschichte Die Fliege von George Langelan. Die Verfilmungen sind mittlerweile viel bekannter als die literarische Vorlage. 1958 die erste Verfilmung von Kurt Neumann mit Vincent Price und eben jener Patricia Owens. 1986 dann das Remake von David Cronenberg mit Jeff Goldblum und Gina Davis. Wir beschäftigen uns aber hier mit der literarischen Vorlage, die bereits nach knapp einem Jahr schon nach ihrer Veröffentlichung im amerikanischen Playboy-Magazin dann in das Kino kam und sein Publikum erschreckte. Vorab, ich mache hier keine Werbung, ich sage ausschließlich meine Meinung und mein Zeug, das kaufe ich mir immer selbst. Die Geschichte ihres Autors ist mindestens so spannend wie die Geschichte selbst. Die Aussprache, da bin ich mir immer im Unklaren, ob man sich nun ausspricht George Langelan oder George Longlan, ich kann es nicht genau sagen. Sein Vater war Engländer niederländischer Herkunft und seine Mutter war Französin. Ja, und nicht zuletzt aufgrund seiner Herkunft wurde Langelan dann Baujahr 1908 übrigens vom britischen Geheimdienst während des Zweiten Weltkriegs rekrutiert. Und sein Einsatzgebiet sollte das von den Deutschen besetzte Frankreich sein. Angeblich wurde dafür, für diese Operation, dann sein Gesicht verändert, seine Ohren zurückgelegt, also eine plastische Operation irgendwie soll da stattgefunden haben. So jedenfalls stellte er es später in seinen Memoiren über diese Zeit dar. Und im September 1941 sprang er dann also über Frankreich mit dem Fallschirm ab und wurde allerdings dann einen Monat später verraten und aufgegriffen und kam dann in Haft, aus der er dann 1944 von den Briten befreit wurde und mit ihnen dann an der Befreiung von Paris dann auch teilnahm. Nach dem Krieg verschlug es ihn dann in die Vereinigten Staaten von Amerika, wo er dann 1957 diese Horrorgeschichte Die Fliege im Playboy-Magazin unterbrachte. Der Playboy war übrigens damals und lange Zeit auch noch danach noch die Top-Adresse für die modernen Schriftsteller, also von, also finden wir solche Namen, wie Norman Mailer bis Stephen King und so weiter. Zu dieser Zeit und danach war er dann vorwiegend auch als Journalist tätig, unter anderem dann auch für die New York Times, für die er dann ins Ausland ging, als Auslandskorrespondent ging, natürlich nach Frankreich. In den frühen 1960er Jahren dann etablierte er sich immer mehr als Verfasser eben von nicht nur von unheimlichen Geschichten, sondern unter anderem auch von so Genre-Stories, die so im Agentenmilieu dann oftmals spielten und entsprechende Romane dann eben auch. Außerdem schrieb er dann auch so seine Erinnerungen über den Krieg und über seine Zeit eben auch als Geheimagent. 1972 starb er dann im Alter von 64 Jahren. In Deutschland wurden lediglich seine unheimlichen Stories veröffentlicht, damals in drei Bänden im Scherzverlag. Der wurde dann später vom Fischer Verlag übernommen, sodass bei diesem Verlag eben auch die Rechte für die Übersetzungen liegen. Die Fliege ist auf Deutsch zurzeit nur antiquarisch zu bekommen. In einem Halloween-Special habe ich ein kurzes Video gemacht mit einer Lesung dieser Erzählung. Der Fischer Verlag war so freundlich und hat mir sozusagen für die Dauer von 6 Monaten eben die Rechte kostenfrei zur Verfügung gestellt. Das bedeutet aber, das ist sozusagen die Kehrseite des Deals, dass ich nach 6 Monaten das Video löschen werde. Das heißt, wenn man also
diesen Text selber nicht mehr bekommt, nur noch antiquarisch eben, da kriegt man ihn durchaus natürlich noch neu eben nicht. Oder man hört ihn sich eben an in meiner Lesung in dem entsprechenden Video. Ja, jetzt kommen wir zu der Geschichte. Vorab vielleicht noch ganz kurz. Kurioserweise existieren zwei Fassungen, eine in Englisch und eine in Französisch. Hier gibt es auch ein paar Unterschiede, die sind aber letztlich kleine Unterschiede. Also in der englischen Fassung haben die Personen französische Namen und in der französischen Fassung haben sie englische Namen und dem deutschen Übersetzer Karl Rauch lag die französische Fassung vor. Worum geht es? Es geht um Robert Browning. Robert Browning ist ein Forscher und er macht Forschungsarbeiten eben unter anderem eben auch für das Luftfahrtministerium und er entwickelt letztlich einen Materietransmitter, also das, was wir auch so kennen unter dem Namen Beamen, ja, das ist die Arbeit, mit der er sich beschäftigt. Übrigens nur am Rande, irgendwo meine ich gelesen zu haben, dass Gene Roddenberry, der Entwickler eben von Star Trek, sich durch diese Geschichte hat inspirieren lassen zu diesem Beamen, ja, was ja nur wir eben immer Beamen nennen hier in Deutschland. Robert Browning führt also mehrere Experimente durch, auch teilweise eben dann sehr erfolgreiche Experimente. Dann allerdings kommt es bei einem Selbstexperiment zu einem Unfall, nämlich mit ihm gerät eben auch eine Fliege in den Materietransmitter, also in diese eine der beiden, ich sag jetzt mal, Übertragungskabinen. Als er dann eben wieder rauskommt, dann hat er den Kopf und den rechten Arm einer Fliege. Und die Fliege hat eben den Kopf und den rechten Arm von einem Menschen, von ihm. Ja, und jetzt hat er natürlich ein großes Problem. Vor allen Dingen das Problem, wo ist die Fliege hin? Denn, wie wir alle wissen, so eine Fliege bleibt nicht irgendwie auf ihrem Platz sitzen, sondern die fliegt dann eben auch durch die Gegend. Und das ist durchaus eigentlich eine Situation mit einer gewissen Komik. Allerdings nicht für den Betroffenen und auch nicht für seine Ehefrau Anne. Die sucht nun vollkommen verzweifelt natürlich nach dieser Fliege mit seinem Kopf und seinem Arm, die Hoffnung geht in die Richtung, dieses Experiment zu wiederholen, also ihn und die Fliege eben wieder diesen Materietransmitter hineinzubringen und es sozusagen zu korrigieren. Das ist die große Hoffnung. Es klappt aber nicht und nach weiteren gescheiterten Versuchen erkennt dann auch Browning letztlich die Hoffnungslosigkeit der Situation. Die Kommunikation wird immer schwieriger, da er immer mehr zu einem Monstrum generiert. Ich will jetzt die Einzelheiten dann da nicht jetzt hier noch darstellen. Letztlich ist es eben so, die Kommunikation, das läuft auch nur über Schreibmaschinen, also eben mit dem noch menschlichen Arm, da irgendwie versucht, irgendwelche Nachrichten hier zu tippen und letztlich bittet er seine Ehefrau Anne um Mithilfe bei seinem Selbstmord. Und das tut sie auch. Und so stirbt er unter dem Dampfhammer seiner Fabrik. Zur Erzählweise, wir haben hier keinen auktorialen Erzähler, sondern erzählt wird uns das alles aus der Sicht von dem Bruder von Robert Browning, nämlich Arthur. Der erzählt uns also das Geschehen. Und es gibt noch einen zweiten Erzählerbericht, nämlich Anne, die ebenfalls das Geschehen aufschreibt und Arthur dann letztlich zukommen lässt. Ja, und aus dieser Erzählweise erkennen wir letztlich, dass es sich dann doch letztlich um ja einfachste Genrekost irgendwie handelt. Wir haben erstmal eine Menge Dialoge. Das ist natürlich, gerade für einen Drehbuchautor, ist es natürlich praktisch, ja. Das ist ein großer Vorteil für ihn. Übrigens ganz interessant, der Drehbuchautor der ersten Verfilmung war James Clavell. Den kennt man vielleicht noch. Er hat immer diese dicken Schmöker geschrieben, ja, irgendwie in Japan spielen. Ich erinnere mich noch an Shogun, was ja auch dann verfilmt worden als Mehrteiler, TV-Mehrteiler und so weiter. Er war ja auch so in den 80er Jahren, war James Clavell durchaus populär. Ja.
Ja, aber das ist für mich eben so ein erzählerischer Mangel, diese beiden Erzählerberichte, denn aus einer Not geboren natürlich, ja, denn da Arthur ja nicht bei der Katastrophe dabei gewesen ist, behilft sich der Autor praktisch damit, einen zusätzlichen zweiten Erzählerbericht einzufügen, nämlich den von Anne. Allerdings ist das irgendwo auch ein logischer Bruch, denn Anne weigert sich beharrlich, über das Schreckliche Auskunft zu geben, sowohl bei der Polizei als auch gegenüber ihrem Schwager Arthur. Und als er dann den Druck auf sie erhöht, ja, dann greift sie plötzlich so wie aus heiterem Himmel irgendwie sich einen schriftlichen Bericht aus der Tasche, den sie also zwischenzeitlich schon für die Polizei angefertigt hatte. Ja, und hierbei handelt es sich also eben um diesen zweiten Erzählerbericht. Er ist natürlich in Wirklichkeit weder für die Polizei noch für Arthur bestimmt, sondern für uns, ja, für uns, für die Leser. Denn sonst würden wir nie erfahren, was da eigentlich genau passiert ist. Wir lesen also sozusagen mit Arthur gemeinsam dann den Bericht, der auch anfangs wie ein solcher klingt. Dann aber ändert sich der Stil. Wir stoßen an sehr vielen Stellen eben auf wörtliche Rede und auf Formulierungen, die eine Frau in einer solchen zeitlichen Knappheit und in einer solchen Stresssituation niemals auf diese Weise verwendet hätte. Das finde ich eben ist ein Problem. Sie hätte das niemals so geschrieben, wohl aber ein Unterhaltungsschriftsteller, der spannend erzählen will. Naja, gut. In diesem Erzählerbericht, diesem ganzen Detailreichtum finden wir sogar auch noch den Wortlaut der ganzen Briefe, die Robert des Sprechens ja schon nicht mehr fähig seiner Frau geschrieben hatte. Das allerdings wäre ja möglich, wenn Anne diese Briefe eben noch aufgehoben hätte und dann konnte sie die natürlich auch für den Erzählerbericht dann, also für ihren Bericht dann auch letztlich verwenden. Ja, insgesamt macht der Erzählerbericht von Anne so circa die Hälfte des Umfangs der gesamten Erzählung aus. Erst ganz am Ende geht dann die Stimme wieder an Arthur, den Bruder des traurigen Opfers. Erzählerisch ist das Ganze also wenig geschickt, wirkt zumindest extrem konstruiert, zumal sich eben die Tonlage der Erzählerberichte ab einem bestimmten Grad auch nicht mehr besonders voneinander unterscheidet. Das alles sind Merkmale trivialen Erzählens. Trotzdem gab es zahlreiche Übersetzungen. Es gab zwei Verfilmungen, die ihrerseits wieder mehrere, allerdings ziemlich schlechte Fortsetzungen fanden. Insgesamt haben wir hier also eine Erfolgsgeschichte. Vielleicht aber sind die festgestellten Mängel auch mit ein Grund dafür, dass diese Geschichten heute scheinbar nicht mehr aufgelegt werden. Ja, wer sich dafür interessiert, sie ist eben auch natürlich durch die Verfilmung ein Klassiker irgendwie der Horrorliteratur, auch wenn sie es vielleicht von ihrer Qualität her nicht so ganz ist. Wie auch immer, wer das hören möchte, den verweise ich gerne nochmal an mein Video, das ich dazu gemacht habe. Das, wie gesagt, wird nur 6 Monate online sein. Danach werde ich mein Versprechen halten, dem Fischer Verlag gegenüber und werde es natürlich löschen. Dieses Video hier allerdings bleibt dann bestehen, denn hier lese ich ja nicht aus dem Text vor. Macht's gut, bis dahin, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.